Seit dem 1. Juli 2022 gibt es eine Neuerung, welche das Leben viel leichter machen kann. Was genau das ist, das erfahrt ihr hier im Video. Hallo, ich bin Lars Ullmann, Rechtsanwalt und Partner der Zwickauer Fachanwaltskanzlei EMC. Und wenn euch Themen rund ums Medienrecht interessieren, dann lasst gerne ein Abo für den Kanal da. Nun ist es soweit, seit dem 1. Juli ist das Kündigen von Verträgen einfacher. Verträge können schon seit langem bequem online abgeschlossen werden. Vom Zeitschriftenabo über Fitnessstudio-Mitgliedschaften bis zu Mobilfunkverträgen. Doch so leicht und schnell, wie die Verträge abgeschlossen werden konnten, konnten sie leider nicht gekündigt werden. Dies war bisher eine wahre Odyssee durch Links, Erklärungen, Stapel von Papieren. Durch das neue Gesetz für faire Verbraucherverträge gehört diese Prozedur nun der Vergangenheit an. Künftig kann man nämlich die Verträge auch online kündigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Verträge online oder analog seinerzeit abgeschlossen wurden. Zudem ist das Kündigen nun viel unkomplizierter gestaltet. Grund dafür ist eine Vorgabe in § 312k BGB. Darin heißt es auszugsweise, der Unternehmer hat sicherzustellen, dass der Verbraucher auf der Webseite eine Erklärung zur ordentlichen oder außerordentlichen Kündigung eines auf der Webseite abschließbaren Vertrages nach Absatz 1 Satz 1 über eine Kündigungsschaltfläche abgeben kann. Die Kündigungsschaltfläche muss gut lesbar und mit nichts anderem als den Wörtern Verträge hier kündigen oder mit einer entsprechenden eindeutigen Formulierung beschriftet sein. Sie muss den Verbraucher unmittelbar zu einer Bestätigungsseite führen. Auf der Bestätigungsseite können nun Angaben zum Vertrag gemacht werden und dann mit einem weiteren Button mit der Aufschrift Jetzt kündigen beendet werden. Wichtig hierbei ist, dass die allgemeine Kündigungsfrist eingehalten ist. Das heißt, der Vertrag ist nicht mit sofortiger Wirkung gekündigt, sondern erst mit Ablauf der im Vertrag vereinbarten Frist. Fazit: Durch diese Änderung ist das Kündigen von jeglichen Verträgen durch den sogenannten Kündigungsbutton vereinfacht worden. Ziel ist es, das Kündigen so verbraucherfreundlich wie möglich zu gestalten. Aus diesem Grund bleiben im Übrigen auch die alten, herkömmlichen Kündigungswege, also eine Kündigung per Mail oder in postalischer Form, bestehen. Der Button, den ihr hier seht, das ist übrigens kein Kündigungsbutton. Wenn ihr den betätigt, könnt ihr kostenlos meine spannenden Videos abonnieren. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Mehr spannende Videos zum Thema findet ihr hier. Bis zum nächsten Video dann. Bleibt freundlich und gesund. Tschüss. Bis dahin.